Fächer. So ist gut. Voilà. Legen Sie bitte mal die Beine auf meine Schulter. So. Und ich muss aufschließen. Und jetzt pressen. Pressen. Dollar. Pressen. Ordentlich. Noch mehr. Noch mehr. Los. Ja. Und pressen. 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 Herztöne 140. Entspannen, Hechel. Hechel. Wollte nicht stören. Kann ja sein, dass Sie Hilfe brauchen. Vor langer arbeitet großartig. Ist hart im Nehmen. Mann, ich will's loswerden. Begreifen Sie das nicht? Ich will es nicht haben. Hecheln bitte. Hecheln. Hecheln, hecheln. Gut, gut. Und jetzt pressen bitte, Frau Lange. Mehr, mehr. Nach vorne. Hast du noch 150? Mehr pressen. Nach vorne. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. So. Und nochmal pressen, pressen, pressen. Pressen, pressen. Jetzt. Jetzt kommst. Frau Lange, schauen Sie mal. Die Natur ist nicht so einfältig, wie man denkt. Sie hat das Opfer nicht angenommen. Ich wette, sie hat noch sehr viel vor mit dem jungen Werdenberger. Sie sind abergläubisch, Herr Professor. Warum nicht? Wenn es nützt. Nein, ich will jetzt nicht mit dir darüber sprechen. Und am Telefon schon gar nicht. Die Situation ist schon schlimm genug. Ja, ja, ich weiß. Natürlich mag ich dich. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ja Gott, ich weiß doch auch nicht. Der Preis ist zu hoch, Björn. Hi. Ich habe keine Zeit, ich bin wahnsinnig spät dran. Alles in Ordnung? Was soll denn nicht in Ordnung sein? Alles bestens. Oder nicht? Es tut mir leid, dass ich dir nichts mitgebracht habe. Ich hatte keine Minute Zeit. Kein Problem. Meine Aussteuer ist ausreichend, mein Taschengeld auch. Du brauchst also kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Nicht? Hast du mir irgendetwas zu sagen? Und du? Dein Vater ist heute Morgen extra noch einmal zurückgekommen. Ich sollte dir das hier geben. Ihr redet noch miteinander? Natürlich reden wir noch miteinander. Wir sind doch verheiratet. Hier. Soweit ist es jetzt schon. Die Familie verkehrt nur noch per Post. Such am Bahnhof Zoo. Ein Schlüssel für ein Schließfach. Wieder eine von seinen verrückten Ideen. Was mache ich denn, wenn eine Riesenschlange rauskriecht oder ein halber Zentner Nussschokolade drin liegt? Du liebst deinen Vater, nicht wahr? Mom, das war nicht fair. Wir sind doch eine Familie. Ich habe angerufen im Hotel Residenz. Du warst nicht da. Heinke! Diese Frau Langer, was wissen wir eigentlich von ihr? Dass sie ein außergewöhnlich lebhaftes Kerlchen zur Welt gebracht hat. Ohne Fehl und Tadel und alles ist dran. Was wird er später sagen, wenn er erfährt, was seine Mutter ihm antun wollte? Meine Mutter wollte mich auch im dritten Monat loswerden. Ohne Erfolg. Sie hat's mir mal gebeichtet. Und ich habe auch nicht gleich einen Misstrauenskomplex aufgebaut. Sie sind ein seltsames Mädchen. Frau. Es tendiert schon mehr zur Frau. Sie können nicht mit jeder mitleiden, da geht man kaputt. Und nun überlegen Sie bloß nicht, ob das Schicksal der Frau einen Gefallen getan hat, Sie zu retten. Wissen Sie, was ich gerade gedacht habe? Vielleicht gibt es irgendeine gemeinsame Frequenz da oben. Noch was Besonderes? Ja. Frau Burion. Sie kommt heute in unsere Klinik. Zur Nachbehandlung. Sie hat sich so sehr auf das Kind gefreut. Und wir mussten sie wegnehmen. Dann hören Sie aber auf. Denken Sie mal an die vielen anderen, denen Sie auf die Welt geholfen haben. Was ist bloß los mit dir? Du? Danke. Hier, Süße. Das für dich. Also, Henriette, warum tun Sie das? Ich meine, ich bin mal so eklig zu Ihnen und Sie. Ach, Quatsch. Ich habe mir das Ding gekauft und zu Hause hat mir der Spiegel gerade noch rechtzeitig gesagt, Henriette, du alte Schachtel, zieh das nicht an. Nimm was Seriöses. Sie und alt. Na ja, ich bin schon ein Grufti.
Weißt du, woran man das merkt? Nee. Es widerspricht einem plötzlich keiner mehr. Wenn man bloß mal so probehalber sagt, man wäre ja auch nicht mehr die Jüngste. Nur noch Zustimmung. Also ich würde sowas nicht sagen. Weißt du, mein Sohn hat geheiratet. Er ist in eine andere Stadt gezogen, weil er sein Mädchen war und auch eine bessere Arbeit. Ist ganz schön leer seitdem. Tja, Einsamkeit macht alt. Und ein Mann? Ein Mann? Keiner in Sicht. Also, ich meine, ist keiner da. Keine Zeit, kein Bedarf. Geht's dir gut heute? Naja, es nervt ein bisschen. Aber ich halte durch. Henriette, ich wette, das steht Ihnen viel besser. Probieren Sie doch mal. Nein, das gehört jetzt dir. Basta. Stolz auf dich. Und außerdem wollte ich dir schon immer mal einen Koffer voller Geld schenken. Na, du Streuner? Haben die dich vorgeschickt zum Betteln? Na ja, gut. Kauf dir eine Wurst, aber gib den anderen auch was ab. Wieder eine von Papas verrückten Ideen. Sind Sie auch hier wegen Kind oder so? Ja, alle sind hier wegen Kindern oder so. Für mich? Ja. Danke. Oder behalten Sie besser für Ihre Frau? Nee, nee. Die hat genug. Sie haben ja keine. Nein, ich habe keine. Danke. Na ja. Gleich bringen Sie meine Frau. Nicht gut. Ich meine, es ist nicht gut, wenn man so alleine ist. Na und? Was reden Sie da überhaupt? Klar bin ich alleine. Was geht Sie das an? Entschuldigung. Ach, Quatsch. Hallo, Freddy. Hallo. Ihre Frau war sehr tat. Ja, wir vom Onkel sind einiges gewöhnt. Jetzt ist er weg, die Kleine. Einfach weg. Ist besser so. Hat doch der Doktor gesagt. Also, jetzt wirst du erstmal wieder gesund. Alle warten schon auf dich. Schneepaule, die Geisterbahner. Und Pauline sagt, du kannst mit seinem Autoscooter so oft fahren, wie du willst. Ehrlich, hat er gesagt, der Geizhals. Gibt so viele, die auf dich warten, Maus. Bist du müde? Ein bisschen. Aber sonst ist alles in Ordnung, sagt der Doktor. Und wir können Kinder haben, so viel wir wollen. Gesundheit, langes Leben. Hast du endlich ausgeschlafen, Opa 1? Ich habe die halbe Nacht wach gelegen. Ich auch. Gedanken? Ja, Gedanken. Ich habe mit Markus gesprochen. Er ist ziemlich fertig, glaube ich. Ich habe mit Marlene gesprochen. Ich begreife es einfach nicht. Bei wem liegt die Schuld? Du fragst falsch, Ludwig. Wo liegen die Gründe? Was immer auch geschieht. Ich werde zu meiner Tochter halten. Natürlich, natürlich. Das Persönliche geht vor. Was heißt das? Du konntest doch mit deinen Schokoladenfabriken nur so viel Karies, Diabetes und Verstopfung produzieren, weil du immer haarscharf kalkuliert hast. Du hast einen Komplex, weißt du das? Den Kapitalistenkomplex. Alle Unternehmer haben kein Gefühl. Alle Unternehmer sind machtbesessen und geltungssüchtig. Ist es nicht? Dir hat doch damals nur für deine Firmenwerbung ein Schwiegersohn mit einem Doktortitel gefehlt. Nur gib's doch zu. Und jetzt
Jetzt haust du einfach ab aus deiner Verantwortung. Was immer auch geschieht, ich werde zu meiner Tochter halten. Ha, ha, ha. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, was in ihr vorgeht? In ihrem Herzen, meine ich? Natürlich nicht. Du bist damit beschäftigt, den Ehevertrag durchzuforsten, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Da hast du nicht unrecht. Probier doch wenigstens mal. Thorsten war immer ganz verrückt. Thorsten, ich bin nicht Thorsten. Und außerdem, warum haben Sie ihn nicht aufgehalten, wenn Sie ohne nicht auskommen können? Er wird ohnehin immer dicker. Jetzt auch noch Kuchen. Hallo, Henriette. Hallo. Hi, Suse. Mensch, du wirst ja immer dicker. Willst du jetzt zu mir ziehen? Nee. Überraschung. Sie gewinnen eine Waschmaschine. Sag mal, hast du einen Strom in der Schüssel? Was ist denn das? Deine Aussteuer. Was? Bei unseren Kreisen war das so üblich. Je höher die Aussteuer, umso begehrter war die Tochter. So brachte man auch die Unzähne unter die Haube. Vielen Dank. Ich bin aber kein Unzahn. Behalte deine Aussteuer. Es gehört dir trotzdem. Ich bin zu voll zum Zählen und du hast doch genug Zeit. Hör mir auf. Ich kann kaum noch liegen. Und die Arme haben sie mir durchlöchert. Es stinkt langweilig hier. Tut mir leid. Bist ganz schön runter, was? Das kann man wohl sagen. Ist wenigstens mein Erzeuger nett zu dir? Ja, der ist klasse. Wenn ich dann meine Spießer zu Hause denke, da stimmt nichts. Gar nichts. Eigentlich ist doch überall der Wurm drin. Bei uns ist er Dauergast. Hat die Familie aufgefressen wie ein Apfel. Meine Eltern haben sich nichts mehr zu sagen. Null. Blabla oder Streit. Trotzdem, dein Vater ist total in Ordnung. Das ist es ja. Ich mag ihn ja auch. Auch einen Kaffee? Ja, gerne. An Frau Langer komme ich einfach nicht ran. Niemand kommt an Sie heran. Henriette nicht, ich nicht. Unerfolg. Sie hat noch nicht ein einziges Mal nach ihrem Baby gefragt. Schließt einfach mit ihrem Leben ab. Und findet sich nicht mehr zurecht. Wir müssen Geduld haben. Ich weiß nicht, ob es gut war, sie mit der Frau Horion zusammenzulegen. Die eine wollte das Kind und hat es verloren und die andere hat es und will es nicht. Das passt nicht. Ich dachte, es würde beiden helfen. Sie sollen Kinder zur Welt bringen. Für die Seelen sind andere zuständig. Und wer ist für ihre Seele zuständig? Niemand. Das ist traurig. Hallo. Hallo, Tommy. Hallo. Wow. Tut mir leid, dass ich euch beim Bruch störe. Aber das Essen wird kalt. Oh, nicht schon wieder durchgedrehte Kühe mit Ketchup. Du musst an den da drin denken. Alle Kinder essen gern Hamburger. Holst du mal eine Vase, bitte? Mhm. Was ist denn los? Das Arbeitsleben fordert sein Tribut. Was denn für ein Arbeitsleben? Ich wollte es erst später sagen. Ich habe einen Job. Einen Job? Naja, ich habe mir gesagt, von nichts wird nichts. Studieren kannst du später immer noch. Jetzt wird erst mal rangeklotzt. Und irgendwann ergibt sich was auf Dauer. Man muss nur dran glauben. Dann heiraten wir, nehmen eine kleine Wohnung und leben glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende. Ach, du spinnst ja. Ich will, dass du studierst und alles andere kriegen wir schon in den Griff. Ich will doch kein Krüppel zum Mann. Was arbeitest du denn überhaupt? Fruchthof. Kisten schleppen, Karren fahren, Kartoffelsäcke hieven. Ich bekomme jede Menge angestoßene Bananen. Weiche Tomaten, faule Mandarinen. Morgen bringe ich einen Sack voll mit. Untersteh dich. Es hilft wirtschaften, Frau. Ach, zwei kaputte, das sind Aussichten. Amen ist das Liebe. Ich merke schon, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Tschüss. Tschüss. Was denn, Henriette? Haben Sie Ihren Vater gesehen? Er ist im Ärztezimmer. Das ist unfair. Ich kann mich nicht wehren. Wirklich nicht? Ich will nicht der Lückenbüßer sein.
du alte Kuh, da guckst du was. Die jungen Leute machen ihr Ding ohne dich, die brauchen dich nicht mehr. Begreif das endlich, ja. Ich habe versucht zu malen. Heinke ist ziemlich geschockt. Wir haben ihr die heile Welt vorgespielt. Und nun das. Was war es, Markus? Rache? Wut auf mich? Gleiches mit Gleichem vergelten? Nein. So kleinlich habe ich dich auch nicht eingeschätzt. Dann ist es also etwas Ernsteres. Wie bitte? Wenn es etwas Ernstes ist, habe ich nicht so viele Gewissensbisse. Ganz einfach. Dann sind wir also quitt. Mein Gott, es war nichts. Natürlich nicht. Ein Kuss in der Klinik bei halboffener Tür. Natürlich war es nichts. Aber die Absicht zählt, nicht die Ausführung. Machst du dir nicht ein bisschen viel an in deiner Lage? Ich habe lange nachgedacht. Ich bin nicht bereit, alle Schuld auf mich zu nehmen. Alles, was jetzt geschieht, hat sich lange angesammelt. Über Jahre. Unbemerkt. Du hast es so weit kommen lassen. Du. Du machst es dir verdammt einfach. Aber es war schon immer einfach, beim anderen die Schuld zu suchen. Schuld. Schuld. Wo ist die Schuld? Wer hat Schuld? Es ist schön. Das meinst du jetzt? Wann ist dir jemals etwas Ernsthaftes über meine Bilder eingefallen? Hast du sie überhaupt zur Kenntnis genommen? Weißt du, wie sehr ich gewartet habe auf ein Lob von dir? Mein Gott, es hätte auch ein Verriss sein können, aber wenigstens ein Wort. Die Bestätigung, dass du es zur Kenntnis genommen hast, dass du mich zur Kenntnis genommen hast. Du hast meine Arbeit als Hobby betrachtet. Schön, nutzlos. Ich wollte ein bisschen mehr. Und du? Hör auf mit deinen Patientengeschichten. Wann hast du mir eigentlich mal zugehört? Keiner hat sich die Mühe gemacht, den anderen zu begreifen. Das ist das wahre Problem. Nicht das Fremdgehen. Ich werde ausziehen. In die kleine Wohnung hinter der Galerie. Das wird vorerst das Beste sein. Lassen wir uns Zeit. Wir werden sie beide brauchen. Das ist wirklich schön. Ja. Es hat so etwas von Nähe, Wärme. Vielleicht war es das, was uns gefehlt hat. Hi, schöner Tag heute, was? Scheißtag heute, was willst du? Was ich will? Aber ich hole dich doch jeden Morgen ab. Das kannst du in Zukunft vergessen. Ihr hängt mir zum Hals raus. Wer hängt dir zum Hals raus? Kapierst du nicht? Ihr alle Kerle, okay? Hey, was habe ich denn gemacht? Nichts, noch nicht. Aber das kommt noch, das ist sicher. Du hast nur noch nichts gemacht, weil du noch nicht die Gelegenheit dazu hattest. Hey, wozu denn überhaupt? Zum Fremdgehen. Fremdgehen? Ich will doch gar nicht fremdgehen, ich hab dich. Hast du eben nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen. Was ist denn passiert? Willst du wirklich wissen, was passiert ist? Meine Welt ist zusammengebrochen. Nichts stimmt mehr, alles ist kaputt. Weißt du, ob es noch Klöster gibt?
Wenn ja, dann gehe ich in eins. Eins mit schönen dicken Mauern. Und innen drin ist alles ganz still. So wie man sich's immer wünscht. Es ist nur, du glaubst doch gar nicht an Gott. Warum kann ich keine heile Familie haben? Warum denken die nur an sich? Hör auf, Mann! Du bist auch nicht besser! Sag mal, was ist eigentlich hier los? Ihr stürmt hier einfach rein und... Naja, ich muss nur schauen, ob uns irgendeiner gefolgt ist. Also wenn ihr eine Bank überfallen habt, dann lasst die Hälfte der Beute hier und verschwindet, ja? Ach, ich wusste, dass Sie Humor haben, Doktor. Also das ist meine Freundin Gül. Um die geht's eigentlich. Gül, sag ihm mal, was los ist. Ich kann nicht. Ich schäme mich. Na, bei der Sache hast du dich doch auch nicht geschämt. Naja, so sind die türkischen emanzipierten Weiber von heute, Herr Doktor. Ist die Schlafzimmertür zur Revolution. Und am nächsten Morgen schämen sie sich und nehmen Schleier. Also ich hol jetzt mal Hannelore. Hannelore ist okay. Aber ansonsten darf keiner wissen, dass wir hier sind, ja? Versprochen? Versprochen. Hannelore, kommen Sie mal bitte. Suhela, wie sind die denn hier reingekommen? Über die Hintertür. Feuerleiter, vom Himmel gefallen. Ich wette, wir werden gleich erfahren, worum es geht. Gül denkt, sie kriegt ein Kind. Aha. Kriegt sie aber nicht. Warum denkt sie es dann? Ich bin mir nicht sicher. Und Jungfrau soll ich auch bleiben. So will es die Familie. Bin ich aber nicht geblieben. Und jetzt habe ich Angst. Vor der Familie? Mhm. Ja, sie hat drei altmodische Brüder. Und der Vater ist am schlimmsten. Hat gesagt, er will ein Brett vornageln. Ja, das kannst du nicht ernst nehmen. Aber wisst ihr, was passiert, wenn in einer anständigen türkischen Familie die Tochter in Schande gerät? Ein Vulkanausbruch ist gar nichts dagegen. Habt ihr schon einen Test gemacht? Ja, haben wir. Ich meine, hab ich. Und? Nichts. Negativ. Wo ist denn das Problem? Naja, sie glaubt, sie hat was falsch gemacht. Irgendwie falsch pipiert oder so. Und vielleicht könnten Sie ja mit der geballten Autorität eines Doktors sozusagen eventuell... Ich nehme Sie mit rüber zu Gysi, die... Nein, Sie, Herr Doktor. Suhela hat schon so viel von Ihnen erzählt. Zu Ihnen habe ich Vertrauen. Ich darf keinen Fehler machen jetzt. Ich habe noch so viel vor. Lehrerin werden will ich und... Wie sie jetzt reden kann. Na, also gut. Ausnahmsweise. Danke. Und? Henriette. Noch immer dieser blöde Tropf. Ein armes Mädchen, was du so alles durchmachen musst. Mama, das ist nicht wichtig. Ich weiß, warum ich das tue. Wir wollen dir doch mal helfen. Alleine kannst du das nicht schaffen. Ich habe viele Freunde. Denkst du, ich hätte es sonst so lange durchgehalten? Wir wollen doch nur das Beste für dich. Aber du musstest ja immer alles alleine entscheiden. Dieser Thomas, das ist doch nichts für dich. Kein Wort mehr über Thomas, ja? Na, schon gut. Nur... Mama! Wie geht's Pap? Er macht sich auch Sorgen. Wir sind nicht die Ungeheuer, für die du uns hältst, die Spießer. Wir freuen uns auf unseren Enkel. Es ist nur, naja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen früh. Überraschend. Aber wir freuen uns. Wir machen uns halt so unsere Gedanken. Wie willst du denn studieren mit dem Kind? Und dieser Thomas, er hat keinen Beruf, ihr habt keine Wohnung. Mama, das wird sich alles finden. Das sagt sich so leicht. Wir leben in keiner freundlichen Welt, in der kinderfreundlichen schon gar nicht. Thomas wird arbeiten und was uns dann... Was ändert das? Nichts. Also wir haben lange darüber nachgedacht, dein Vater und ich. Was soll's? Sollen die Leute reden, interessiert uns nicht, ist unser Enkel. Also ich nehme das Kind zu mir. Du studierst und ich versorge es. Es wird's gut bei uns, haben's was zu sehen. Mama, hör auf, ja? Du wohnst wieder bei uns. Das kleine Zimmer neben dem Bad, das richten wir für das Baby ein und du ziehst ins Gästezimmer, da hast du deine Ruhe. Alles wird gut. Brauchst dich nicht mehr zu kümmern. Ist nicht schön? Nein, Mama, so wird das nichts. Aber ich... Es ist mein Kind. Ich hänge an ihm. Ich rede jeden Tag mit ihm. Und es versteht mich genau.
Manchmal schimpfe ich auch mit ihm, wenn es mir wieder schlechter geht. Aber das macht nichts. Ich hab's gern. Und Tommy hat's gern. Mama, du meinst es gut, aber ich geb's nicht her. Es ist doch die Verantwortung. Und das soll's gut haben wie kein anderes. Also bitte, Mama, hör auf. Schade. Nein, nein, ich bin nicht böse, nur traurig. Sag ruhig, wenn du etwas brauchst von diesen verknöcherten Spießern. Der Doktor meint, vielleicht kannst du bis zur Entbindung wieder nach Hause. Also ich meine, wir freuen uns. Dein Papa auch. Siehst wirklich gut aus. Und so viel Freude für die Zukunft. Markus, es war meine Schuld. Wollen wir es vergessen? Nein. Nein? Nein. Bist du sicher? Hm? Du, ich bin kein Ersatz. Noch können wir es stoppen. Ich habe dich noch nie so gebraucht wie jetzt. Ich will aber nichts bereuen in einem halben Jahr. Kollege Mertin, ich habe eben Ihre Frau Langer gesehen. Ich meine, Sie mögen das vielleicht als persönlichen Erfolg verbuchen, dass sie da auf dem Korridor herumläuft, aber ich nicht. Sie ist nicht unter Kontrolle. Soll ich Sie vielleicht festbinden? Selbstmörder nehmen Ihre Kinder nicht an. Das ist gegen Ihre Absicht. Und wenn Sie ein Kind akzeptieren, dann akzeptieren Sie auch das Leben. Das passt alles nicht zusammen. Mit dieser potenziellen Suizidkandidatin werden Sie den Betrieb auf dieser Station, Herr Kollege. Das wird sich zeigen. Frau Langer, Sie stehen gerade da. Ich habe in meinem Schrank eine kleine blaue Tasche. Ob Sie die mal rübergeben würden? Danke. Ich wollte Sie schon die ganze Zeit was fragen. Nicht, dass Sie das falsch auffassen, aber immer, wenn Sie Ihnen Ihr Baby bringen. Ich verstehe, was Sie fühlen. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Ich bemühe mich, ich versuche es. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so ist wie Sie. So, wie soll ich sagen, ohne nichts eben. Kraftlos, traurig. Kein Krümchen Hoffnung. Interessieren Sie sich für Ihr Leben, nicht für meins. Frau Langer, ich brauche Sie ja jetzt nicht mehr. Hören Sie auf mit sowas. Ich habe mal eine Bitte. Es ist unheimlich blöd, ich weiß. Aber weil Sie doch das Baby nie nehmen. Ob ich es nicht mal halten darf? Nur für ein paar Minuten. Einfach mal spüren, so ein kleines Wesen. Sie, was wollen Sie überhaupt von mir? Wollen Sie mich ja fressen mit Ihren Gefühlen? Nee, das hat keinen Sinn. Ich pfeife auf Ihr Mitgefühl. Auf Ihre dauernden heimlichen Vorwürfe. Na, wieder gut aufgepasst. Ich freue mich. Ehrlich. Sie sind ja leicht zufriedenzustellen, Doktor. Ach Gott. Man wird bescheiden. Ich mache Ihnen ganz schön Sorgen, nicht wahr? Aber ich habe das nicht verlangt. In meinem Beruf handelt man erst und dann stellt man die Fragen. Manchmal stellt man sie auch nicht. Die Leute bereiten sich vor auf so ein Kind. Sie stricken, häkeln, kaufen ein, lesen nach. Ich habe nichts gemacht. Das hier, das hat mir die Frau vom Rummel geschenkt, die jetzt kein Kind mehr hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es weitergeht. Ich wollte nicht, dass es weitergeht. Ich hätte mir eben kein Kind machen lassen sollen. Was?
Und so ist es eben. Der Vater weiß gar nichts davon. Das ist ein lieber anständiger Kerl. Weiß der Teufel, wie wir aneinander geraten sind. Warum der ausgerechnet mich genommen hat. Soll ich ihn benachrichtigen? Bloß nicht. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und er hat geheult wie ein Schlosshund. Ich wollte nicht, dass er bleibt, bloß wegen diesem Kind. Später hätte er es dann sicher bereut. Vielleicht haben Sie es ihm ein bisschen zu einfach gemacht. Ich hatte gerade durch ihn eine Arbeit bekommen, als Krankenpflegerin. Es hat mir Spaß gemacht, wirklich. Natürlich habe ich keinem bei der Einstellung gesagt, dass ich schwanger bin. Der hat mich ja sonst nicht genommen. Als es dann rauskam, wurde ich gefeuert. Keine Arbeit mehr, keine Wohnung. Keine Wohnung, keine Arbeit. So fing's an. Lehre, nichts mehr. Nur noch Wut auf das Kind. Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Glauben Sie ja nicht, dass alles vorbei ist. Nichts ist vorbei. Ich hasse dieses Kind, ich hasse mich. Ich hasse alles. Das sind Gefühle, die jede Mutter mal hat. Dafür sind wir ja da. Und was kommt später? Hier drin sind alle freundlich. Ich hasse diese aufgesetzte, unehrliche Freundlichkeit. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Was ich getan habe, das war das Einfachste. Das hier, das Leben, ist viel schlimmer. Sie sind immer rechtzeitig zur Stelle, was? Sie hätten sich das nicht aufladen müssen, Doktor. Ich habe Nachdienst, ich werde auf Sie aufpassen. Sie haben Angst, dass Sie es wieder versucht, stimmt's? Ja. Sie hat nichts, was Sie noch an diese Welt binden können. Doch, Ihr Baby. Sie weiß es bloß noch nicht. Ich beneide Sie um Ihren Optimismus. Er ist mein Schutz. Gehen Sie schlafen, Doktor. Sie haben genug Probleme. Ich achte auf Sie. Gute Nacht. Du bist sehr aktiv, wenn es um deine Tochter geht. Ich nehme mir noch ein bisschen mehr Zeit für sie als du. Natürlich. Eure Familie hat eine besondere Begabung, wenn es darum geht, andere für ihre Probleme verantwortlich zu machen. Wo ist Marlene? Versuche nicht, sie umzustimmen. Sie hat sich entschieden. Ich habe eher den Eindruck, du hast für sie entschieden. Verlangst du, dass ich mich gegen meine Tochter stelle? Sie ist mein einziges Kind. Für sie habe ich gearbeitet und gelebt. Ich werde immer zu ihr, mein Lieber. Auch wenn sie mal einen Fehler macht. Gefühle müssen sich rechnen, was? Das hätte mir schon vorher auffallen sollen, als du uns dieses Haus da gekauft hast. Mein Gott, kann ich mir darin verlassen vor. Aber es musste ja so groß und nobel sein. Das warst du dir schuldig, nicht wahr? Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich mag dich. Ich dachte, Marlene wird bei Ihnen gut aufgehoben sein. Ich habe euch doch nicht reingeredet. Ich wollte euch nur den Start erleichtern. Glaubst du, mir tut es nicht leid? Wofür hältst du mich eigentlich? Für ein gefühlloses Monster? Das Einzige, was ich euch voraus habe, ist mein Sinn für Realität. Ich weiß, wenn es keinen Zweck mehr hat. Das dachte ich mir. Hallo, Markus. Ja, du siehst es ja. Ja, ich sehe es. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie Heinke das verkraften wird. Moment, heißt das, sie geht mit dir? Sie kann dich so oft besuchen, wie sie will. Tag, Ella. Tag, Markus. Bleibst du mir wenigstens erhalten? Komm rein. Das Essen ist fertig. Wo Sie sind. Diesmal mache ich es richtig. Dafür reicht auch die erste Etage. Frau Langer, bitte. Seien Sie vernünftig. Kommen Sie doch da runter. Torwart, raus! Also gut. Tun Sie es. Tun Sie es doch endlich. Und befreien Sie uns von diesem Albtraum. Aber nicht allein. Nein. So leicht geht das jetzt nicht mehr. Nehmen Sie es mit. Hier.
Diesmal klappt es. Na, spring! Was passiert? Komm schnell! Henriette, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Da sitze ich einmal die Frau Lara wollte sich umdrehen. Sie stand auf dem Fensterbrett mit einem Strick um den Hals und da habe ich ihr das Baby in den Arm gelegt. Sie haben was? Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Ja, und was, wenn die Frau gesprungen wäre? Haben Sie mal daran gedacht? Wir haben jetzt zwei Tote. Was hätte ich denn tun sollen? Zusehen, wie die Frau springt? Zugegeben, ich konnte nicht lange nachdenken. Es war ja viel zu wenig Zeit. Und es